Ja, super. Ja, Ben, toll. Ich war vor 5 Jahren das letzte Mal hier bei euch, bei Werdewelt. Ja, tolle Agentur. Da haben wir uns kennengelernt, weißt du es noch? Ja, wir haben uns, ich glaube, über einige dieser Rednerverbände Kontakte mal irgendwie gehabt. Und dann hatten wir ein Telefonat und da hast du, wann hast du das erste Buch rausgebracht damals? Das war davor, ne? Ich glaube 2013 oder 2014 Ja. war eins davor. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Genau, und dann haben wir irgendwie über deine Speaker-Tätigkeit und deine Dozententätigkeit geredet und spannend war auch dieses als Unternehmer so die nächsten Stufen zu nehmen. Das war ja auch so eines der Themen damals. Absolut, ja. Und ja, das ist jetzt 4, 5 Jahre her. Ja, unglaublich. Ja, und seitdem beobachten wir uns und hören immer voneinander und empfehlen uns gegenseitig und so weiter, ne? Also wir haben da schon auch so kleine gemeinsame Geschichte, ne? Und anders war dann natürlich auch, dass du so ein Büchlein herausgegeben hast, ja? Personal Branding, voll dein Thema. Dazu haben wir zusammengearbeitet und ich habe schon so ein Band schon zu Hause, habe ein bisschen drin rumgeblättert und so weiter und habe dann gesehen, Mensch, vieles, was du jetzt dokumentiert hast, ist auch das, was wir vor 5 Jahren gemeinsam gemacht haben. Ne? Nicht alles natürlich, aber so das Strukturierte. Und was ich so beobachte, ist so in den letzten Jahren, weil ich natürlich auch selber so in dem Genre unterwegs bin, dass ganz viele eine Marke werden wollen, also Personal Brand werden wollen. Viele beziehen das so auf die CEOs dieser Welt. Ja, du sollst jetzt auch als CEO oder als Geschäftsführer auch eine Marke werden, aber vor allem auch bei Trainer, Berater, Coaches, Keynote-Speaker. Da ist ja auch jeder jetzt ein Keynote-Speaker heutzutage. Jeder möchte eine Marke werden, ne? Weil viele Menschen diesen Menschen einreden, das ist meine Beobachtung, dass du eigentlich in so einem Haifischbecken von Anbietern bist und du eigentlich gar nicht so genau weißt, besser gesagt, dein Kunde gar nicht so genau weiß, warum er gerade dich nehmen soll. Ja. Und dann sagen die, ja, ich muss eine Marke werden. Und es geht Kleinunternehmen so, Mittelstandsunternehmen so, gut, die ganz großen häufig haben so was Ähnliches wie eine Marke, aber so gerade so im kleinen Mittelstandunternehmen ist das ein großes Thema, ne? Ja, vor allen Dingen, man unterschätzt die Chance, die man eigentlich damit hat. Weil das ist das, was mir damals, als ich habe ja vor gut 16 Jahren jetzt mit diesem Thema der Mensch als Marke angefangen, weil ich komme eigentlich klassisch aus dem Industriemarketing. Was man total vergisst, ist, dass Menschen kaufen bei Menschen. Und wir haben so viele Dienstleistungen, so viele Themen, wo eigentlich das Produkt oder die Dienstleistung so massiv austauschbar ist. Und die spannende Frage ist, naja, warum entscheide ich mich für den Anbieter A und nicht den Anbieter B? Und anscheinend ist dann auch der Anbieter A, für den ich mich entschieden habe, auch noch 50 Kilometer weiter weg als wie der Anbieter B. Aber ich fahre trotzdem zu dem. Und das ist rein aus der Logik zu erklären, nicht machbar. Sondern dann bist du ganz schnell auf diesem bildenden Maßnahmen, Bauchgefühl, was sagt meine Intuition auf einmal und auch bei Sympathie und Antipathie. Und das ist eine menschliche Komponente und deswegen glaube ich, ist das das Thema Personal Branding, der Mensch als Marke, gerade auch für Führungskräfte, für Galionsfiguren in einem System, so unwahrscheinlich wichtig. Ich glaube, wichtiger denn je. Ich sehe so, es gibt so, also ich spreche auch mit ganz vielen Unternehmen, allein durch meinen Hochschuljob. Ne? Wir sind ja in der dualen Hochschule und da haben wir ja die Bachelor-Master-Ausbildung gemeinsam mit Unternehmen. Deswegen bin ich auch laufend in Unternehmen unterwegs und spreche mit denen. Und ich frage sie immer, wann kaufst du etwas? Also im B2B beispielsweise, ne? Ist ja so unser Thema. Wann kaufst du einen Trainer, wann kaufst du einen Berater oder einen Coach und so weiter? Und wie wählst du den aus? Und da sagen die mir, es gibt. Also häufig, so drei, also die meisten haben keine Antwort. Ich überfalle sie dann mit dieser Frage. Aber die dann nachdenken und dann eine Antwort geben, strukturieren das so auf drei Antworten. Die erste Antwort ist, ich nehme nie den teuersten und nie den billigsten, irgendwo was da in der Mitte. Und wenn er billiger läuft und der ist gut, dann nehme ich den natürlich und habe ich einen Volltreffer. Der Rest ist mir egal. Die zweiten sagen, ja, weil das ein Themenexperte ist. Der kann genau das und nichts anderes und genau deswegen kommt er. Typisch deutsch, ja, so Industriedenken. Und das Dritte ist, sagen, naja, ich habe da letztens einen Bericht gelesen oder gesehen in der ARD, da wurde er befragt zu einem Thema,
was auch immer, Digitalisierung. Und der hat mir gefallen, sympathisch, wie du gerade sagst, den rufe ich mal an. Das sind so die drei Gründe. So, jetzt ist aber der im Fernsehen ist, ruft er nicht bei ARD an und sagt, ich bin toll und sympathisch, könnt ihr mich mal einkaufen oder könnt ihr mich mal buchen oder so. So läuft es ja nicht, das wissen wir ja alle. Ne? Also das sind so die drei Geschichten und du hast dich jetzt spezialisiert auf diese dritte Säule. Ne? Also quasi die Menschen zu einer Marke zu machen. Und jetzt wir machen auch an der Hochschule ganz viel mit Markenentwicklung, ne? Jetzt nicht für diese Zielgruppe, sondern eher für Unternehmen. Was ist bei dir so deine Erfahrung? Was macht eigentlich eine Marke bei Personen aus? Also der ganz krasse Unterschied ist, man macht gerne diesen Vergleich, was ist der Unterschied zwischen einer Personenmarke und einem Produkt, was ich vermarkte. Und da kann man es eigentlich am idealsten erklären. Es gibt eine Gesetzmäßigkeit für mich, die bedeutet, Inszenierung ist die Lüge am Kunden. Also wenn ich einen Menschen inszeniere, dann ziehe ich dem etwas an, wo ich nicht danach frage, ist das passgenau für den und artgerecht, sondern ich stülp's ihm über. Der Punkt ist, ich kann bei Produkten, kann ich das machen. Da kann ich hergehen und sagen, diese Shampooflasche muss diese Farbe haben, da muss dieser Inhalt rein mit den Duftstoffen. Wir wissen ganz genau, welche Zielgruppe wir ansprechen. Und das ist genau so abgestimmt, dass dieses Produkt inszeniert ist und sexy ist für die jeweilige Zielgruppe. So. Das kann ja mit Menschen nicht machen. Da, wo das gemacht wird, und das merken wir, gibt es Verstörungen. Ja, wir erleben das ganz oft zum Beispiel in der Musikerszene. Werden irgendwie neue Musiker, werden in irgendwelchen Pop-Gruppen und TV-Sendungen gekürt. Und man hört dann so nach Jahre später, wie es denen geht, oder grundsätzlich auch Leuten aus der Musikerszene, wie krass die sich auch verbiegen müssen aufgrund dem, wie die Fangemeinde sie sehen will. Der Unterschied zur Inszenierung zum Menschen heißt in Szene setzen. Inszenierung versus in Szene setzen. Wenn ich etwas in Szene setze, verändere ich den Ursprung nicht. Ich nehme es und drehe es und bewege es nur so hin, dass ich das Gefühl habe, so, jetzt hat es so eine Strahlkraft, dieses Objekt, ohne dass ich Hand angelegt habe. Und das ist der Unterschied, wenn es darum geht, Personen zu vermarkten, dass du sie richtig in Szene setzt, um ihre Authentizität und ihre Echtheit einfach zur Strahlkraft zu bringen und nicht inszenierst. Weil sonst hast du schnell Kunden, die das auch enttarnen können. Ne? Ja, ja. Und dann hat man manchmal so Phänomene, man kennt das ja so, ich sag das mal, so aus der Redner- und Speaker-Szene hast du das oft, wo du das Gefühl hast, der Redner im Vortrag ist ein anderer als wie hinterher an einer Hotelbar, wenn du ihn live erlebst. Du hast es mit zwei Menschen zu tun. Jetzt ist die Frage, was ist jetzt echt gewesen? Und die Gesetzmäßigkeit im Personal Branding heißt, wir benutzen die Identität dieses Menschen und setzen die Identität in Szene. Und das ist ein völlig anderer Weg. Kannst du das so ein bisschen definieren? Also auch für mich, ne? Also wie finde ich denn meine Identität? Das ist so einfach gesagt, weißt du, ja? Ja. So, und ein CEO, der super erfolgreich ist, 20, 30 Jahre Managementkarriere gemacht hat, ja, der hat schon irgendwie, ich glaube, der hat mehrere Identitäten. Aber wie findet man die, mit der man authentisch sein kann? Gibt es da so 1, 2, 3 eine Checkliste? Also ihr habt ja in dem Buch ja einiges zusammengefasst. Ja. Also sich mit dem Thema Identität auseinanderzusetzen, ist nicht mal eben aus der Hüfte geschossen in 30 Minuten. Sondern Identität heißt, ich muss mich mit unterschiedlichen Facetten, mit mir, meiner Persönlichkeit, meinem Charakter, meinem Wertesystem, meinen intrinsischen Motiven, meine Herkunftsstory auseinandersetzen, wo so viel drinsteckt. Und dann zu guter Letzt komme ich dann noch mit so einer Frage wie, was ist denn eigentlich noch mein, jetzt gehen wir mal in den Bereich Unternehmertum, was ist denn noch mein unternehmerisches Warum? Also mache ich das Fenster auch noch in die Zukunft auf und sage, was soll im Idealfall dein Vermächtnis sein, dein Wirkungsgrad deiner Tätigkeit? Das alles ist Teil meiner Identität, weil es umfasst der ich bin und umfasst das, was ich bewirken will und umfasst das, wer ich in Zukunft sein möchte. Und diese Konstellation gilt es hinzugucken und sich anzuschauen und zu sehen, was hat das für einen Einfluss darauf, wenn ich heute zur Marke werde?
was zeige ich nach außen und wie kann ich authentisch mit dem, der ich bin, sein. Und das ist ein Prozess, in dem man sich diese ganzen Bausteine von Identität wirklich praktisch angucken sollte und vor allen Dingen auch miteinander definiert. Und ich sage mal, ein Beispiel, ja, Thema Wertesystem, wir hören das sehr oft, ne? Du musst deine Werte kennen und. Aber wenn du dann mal mit, das merke ich im Sparring sehr oft, du mal fragst, Mensch, was sind deine 5 Kernwerte? Haben viele Stress, diese Frage sauber zu beantworten, weil ihnen oft gar nicht klar ist, nach welchen Werten der Systeme agiere ich eigentlich. Jetzt wissen wir aus der Psychologie, dass 95% unser Denken, Fühlen, Handeln vom Wertesystem kontrolliert wird. Und ich weiß so wenig darüber. Also das ganz praktisch mal. Oder zum Beispiel, wo viele ungern hingucken, sind in so Themen der Vergangenheit. Was hat mich eigentlich zu der Persönlichkeit und zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin? Und das finden wir in der Vergangenheit oftmals nicht in den Glücksmomenten unseres Lebens, sondern die Momente unseres Lebens, wo wir geschliffen worden sind. Und das sind die Scheißmomente, also die Achterbahnfahrten ins Tal. Welche hatte ich denn da? Was hat mich denn da verändert und geprägt? Was hat mich denn zu dem geschliffen, der ich heute bin? Und man kennt das, dieses, was hat sich da auch aus diesen Erleben auch entwickelt, wenn es um so Sachen geht wie mein impliziertes Wissen, was automatisch wie ein Betriebssystem immer dabei ist. Ja, also es sind viele Facetten aus der Persönlichkeit, aus der Psychologie heraus, die man sich angucken sollte, um wirklich sauber so eine Personenmarke einfach auch zu definieren. Ja, und das machen wir natürlich nicht als Menschen. Also ich nehme mich da jetzt auch mal gerne mit ein. Ne? Also wenn du ganz normalen Job hast, wo du so in so einem Hamsterrad arbeitest im Unternehmen oder als Geschäftsführer oder Unternehmer sowieso den ganzen Tag nur am Rödeln bist, wer beschäftigt sich da so sehr mit sich selber? Ja? Also wenn eine Krise kommt, ist es meistens eine Business-Krise, also eine geschäftlich-ökonomische oder betriebswirtschaftliche Krise. Da gehst du denn monetär ran und nicht irgendwie psychologisch. Ne? So. Also das ist schon schwierig. Aber also ich kann das auch so aus eigener Erfahrung sagen. Ich meine, wir haben ja vor 5 Jahren auch über dieses Thema Identität gesprochen. Hast du mich, ich kann mich sehr gut erinnern, hast du mich gefragt, irgendwie so, ja, Lemke, wer bist du denn? So hat unser Gespräch begonnen. Oder irgendwann nach 20 Minuten oder sowas. Und ich konnte die Frage nicht beantworten. Wer bist du denn? Da sag ich, ja, wie, wer bin ich? Ja, ich bin Professor für da, tralala und dort und so. Ja, das ist alles Funktion, aber wer bist denn du? Ja? So, diese Frage war nicht einfach zu beantworten und wir haben lange darüber gebrainstormt, also warst du bist du ein ganz hervorragender Sparingspartner, darüber zu sprechen. Und ich habe auf der Rückfahrt darüber nachgedacht und die Tage, ach, die Wochen, Monate darüber noch, wir haben auch noch weiter telefoniert, darüber nachgedacht und so weiter. Und es brauchte, ich glaube, 2,5, 3 Jahre, um dann wirklich zu identifizieren und also für mich auch festzustellen, okay, der Typ bist du jetzt einfach. Und weißt du, was mir am meisten geholfen hat? Von dem, was du jetzt so als Muster erzählt hast, so als praktisches Anwendungsbeispiel. Am meisten hat mir geholfen, dass ich mich mit einem sehr guten Freund, der mich seit den frühen Kindheitstagen kennt, unterhalten habe. Und der mich immer nur so als Prof gesehen hat. Du hast geschafft, du bist jetzt irgendwie da so in den irgendwie in den oberen 50.000 angekommen. Und ich sage, ja, ist mir nicht wichtig, ja. Irgendwie so. Aber du warst früher ein ganz anderer. Und ich sage, okay, das erzählst du mir jetzt mal. Was war ich denn für einer? Und dann hat er mir erzählt, was ich früher für ein Typ war. Cool, scheißegal Mentalität, auf keine Sau gehört, das eigene Ding gemacht, immer gegen die Wand gelaufen, weil irgendwie so komisch, nicht konform, ne, so unterwegs gewesen, in der Schule 2-mal hängen geblieben, mit den Paukern immer Stress gehabt, mit der Schule Stress gehabt, mit den Eltern Stress gehabt, also eigentlich dauerhaft Stress gehabt. Ich sage, ach du Scheiße, was war ich für ein schlechtes Kind oder ein schlechter Jugendlicher? Nein, das ist genau die falsche Antwort gewesen, sondern einfach zu sagen, warum bin ich das heute nicht mehr? Ne, warum war ich es damals? Das hat ja mal quasi meine Sozialisation, meine Genetik hat das ja vorbestimmt und warum bin ich das heute nicht mehr? Und ich kann dir eins sagen, das war wie ein Augenöffner. Als ob du mit einem großen Flaschenöffner die Augen hochbiegst und sagst, guck da doch mal genau wieder hin. Also das habe ich gemacht, habe meine alten Fotos geholt, habe durchgeblättert, sag ich so, oh Gott, da waren so Partyfotos dabei, in Unterhose auf dem Tisch tanzen und sowas. Weißt du, wo ich dachte, oh, das bist nicht du, wenn das deine Studis in die Hände kriegen würden. Ja? Wenn die das in die Hände kriegen würden. Und dann habe ich mir aber in diesem Entwicklungsprozess hin zu mehr Identität gesagt, warum eigentlich nicht? Und habe dann mal das Foto mitgenommen, das Studenten gezeigt. Also in einer privateren Runde, so beim
Glas Wasser und so weiter, ja, weißt du. So, und die haben sich natürlich, die wollten das nicht glauben. Die sagen, du gibst dich ganz anders als da. Es gibt einen coolen Satz, der heißt, wer bist du, wenn dir keiner zuschaut? Ja. Und der arme Sau, das, nee, das weiß ich gar nicht, ob es so ist, aber der Punkt ist einfach, das ist so spannend mal zu identifizieren, an welchen Stellen meinen wir uns verhalten zu müssen, weil wir denken, es ist richtig so, sich so zu verhalten und was will ich für einen Eindruck hinterlassen und wer bin ich, wenn ich abends sozusagen die berufliche Jacke ausziehe, bin dann vielleicht Familienvater oder bin für mich oder bin Single oder keine Ahnung. Und ich habe oft Leute in der Beratung, die mir sagen, ja, ich habe echt das Dilemma, dass ich das Gefühl habe, dass ich mich in meinem Job, und es ist egal, ob ich selbstständig bin oder in der Führung, dass ich nicht ich leben kann. Oder die dann auf einmal im Sparring erkennen, meine intrinsischen Motive sind völlig anders als wie das, was ich jeden Tag im Job mache. Und das läuft seit Jahren eigentlich völlig kontrovers. Und ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, warum laufe ich eigentlich ständig energetisch auch am Anschlag? Also ich rede dann immer über diesen Begriff, dass Menschen für sich erkennen, was ist artgerecht für sie. Also das ist so dieser, ne, ich hab mal ein kleines... Artgerecht, was ist artgerecht? Ja, genau. Ich hab mal ein kleines Büchlein geschrieben, das hieß Artgerechte Bodenhaltung. Und weil ich immer sage, im Fisch bringst du nicht das Klettern bei und dem Hasen nicht das Schwimmen. Und das Gleiche haben wir ja auch. Das heißt, wir haben aufgrund unserer Persönlichkeit, unserer DNA, die wir von unseren Eltern mit als Erbgut auch mitbekommen haben, wir kommen jetzt als Neutrum auf die Welt, sondern wir sind ja schon in uns Züge gelegt worden. Und die ganze Entwicklung, die wir gemacht haben auf unterschiedlichen Ebenen, wir stellen uns so selten die Frage, ist die Situation, in der wir uns bewegen, ist die überhaupt artgerecht für uns? Können wir in der Situation performen? Um mal so ein Business-Wort zu benutzen, ja? Und warum performen wir eigentlich nicht? Und im Regelfall liegt es daran, dass wir uns nicht die Frage stellen, wer sind wir und wer könnten wir eigentlich sein? Meist wollen wir doch jemand sein, der wir selber nicht sind, weil wir denken, dass wenn wir der werden, von dem wir denken, dass das die richtige Identität ist, anderen gefällt. Mhm. Ja? Und das erlebe ich auch so. Also sowohl im beruflichen als auch im privaten Umfeld. Und ich bin jetzt auch so 50 plus X, sowas in dieser Richtung. Ja, immer schon eine gewisse Lebenserfahrung, Lebensweisheit. Einige schaffen das, ohne Frage. Ja? So, vollkommen authentisch. Doch die Mehrheit hat Herausforderungen immer noch, auch mit 50 Jahren, authentisch zu sein. Es scheint offenbar wirklich vielen Menschen schwer zu fallen, ihre Authentizität wirklich ausleben zu können. Sie sind dann abends ein anderer als im Job oder auf der Bühne ein anderer als hinter der Bühne. Und das finde ich so schade. Das finde ich so schade. Eigentlich, wenn ich so auf dem Speaker Slam bin oder sowas, ne, gibt es ja auch jetzt auch immer mehr mittlerweile, finde ich das so schade. Also ich finde es gut, wenn einer mit der Kettensäge auf die Bühne kommt und da alles zersägt, ja, und das Gleiche in einer Hotelbar auch macht. Und sagt, so eine Kettensäge ablegt und sagt, so jetzt nehme ich noch einen Drink und so weiter, ne, und dann reden wir über die Kettensäge. So, solche Sachen. Und wenn ich so, der Typ hat wirklich was am Brett, ja, der glaubt das wirklich, ne, was er da sagt. Dann finde ich das gut, dann muss ich das nicht fachlich bewerten, sondern merke ich einfach, hey, der Typ ist authentisch, ey, das ist echt ein Typ. Und du siehst ja an unserem Beispiel, von dem erzähle ich, ohne jetzt Namen zu nennen. Ich erzähle nicht von denen, die da top performen in, keine Ahnung, tollen, pinken Anthrazit oder was auch immer Anzügen da auflaufen mit Stecktuch und allem Pipapo, Marke hin, Marke her. Aber, weißt du, von diesen Typen erzählst du dann, ja? Weil da was ist Typen sind. Ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft, das würde ich mir jedenfalls wünschen, ich würde mir einfach viel mehr Typen wünschen. Das Problem ist aber, wenn du das tust, gibt es zwei Dinge, die oftmals der Verhinderer sind, um das zu machen. Das eine hat mit dem Thema Mut zu tun, weil sobald du anfängst, in unserer Gesellschaft ein Typ zu sein, fängst du an zu polarisieren. Und Polarisierung ist, und so sind wir auch erzogen worden, das ist Pfui,
Das machen wir nicht. Das ist was Schlechtes. Wer polarisiert, ist in der Schublade, das ist ein Egoist. Wer polarisiert, der ist laut. Polarisieren fällt auf, der eckt an. Also der hat auch die Kettensäge auch dann an der Bar an und nicht nur auf der Bühne. Und das geht nicht. Also das heißt, der Umgang mit Menschen, die polarisieren, ist schwierig. Und es bedarf Mut, seine Identität auszuleben. Weil ich muss ja eine Sache aushalten. Wenn ich polarisiere, gibt es ja nur noch zwei Lager. Die, die mich lieben und die, die mich hassen. In der Mitte ist nichts mehr. Und jetzt ist das eine Typenfrage, ob ich das aushalten kann. Und der zweite Punkt, der damit reinspielt, ist nicht das Thema Mut, sondern ist die Frage nach, wer führt denn bei mir Regie? Also ich arbeite gerne mit diesem Bild vom Theater, dass ich hergehe und sage, naja, wir Menschen haben ein Phänomen, wir können Autoren, Regisseure und Akteure zugleich sein. Und der Autor beschreibt, was da oben eigentlich auf der Bühne stattfindet, also in unterschiedlichen, wie in unseren Rollen. Und nehmen wir mal an, der Autor beschreibt, naja, der soll sich authentisch da oben auf dieser Bühne bewegen, in seinem Leben, in dieser Rolle, muss dann aber am Regisseur vorbei, weil der kontrolliert ja alles, was da oben auf der Bühne ist. Und auf dem Regiestuhl sitzen dann Glaubenssätze oder Handbremsen oder graue Eminenzen aus der Erziehungszeit oder Ängste, Befürchtungen. Fürchtungen, die nicht, ich werde nicht gemocht, auf einmal muss ich die Erwartungen anderer erfüllen und zack, bin ich nicht mehr authentisch. So. Und das ist das zweite Dilemma, was wir haben. Dass es immer wieder um diese Frage geht, wer führt denn hier eigentlich gerade Regie, dass ich nicht authentisch lebe? Ich überlege gerade, wer das bei mir macht. Ich glaube, das bin ich. Du sitzt auf dem Regiestuhl? Ich glaube schon. Ganz oft? Ich überlege. Also ich merke, wenn ich nicht auf dem Regiestuhl sitze, und dann wird mir unwohl. Es gibt Situationen, da ich in einem Abhängigkeitsverhältnis einerseits, ne, für das Land arbeite, hat man natürlich nicht immer die Möglichkeit, Regie zu führen. Mhm. Klar, das ist klar. Also da merke ich auch, da gibt es immer wieder Situationen, wo ich mich sehr unwohl fühle, mit denen ich aber offenbar gelernt habe, mich zu arrangieren. Mhm. Aber im Unternehmertum, also wenn ich jetzt unternehmerisch unterwegs bin, führe ich, glaube ich, komplett Regie, ja. Ja. Und theoretisch das, ja. Ja, glaube ich schon. Das Spannende ist, wenn man das mal reflektiert und guckt, meistens ist eine ganz spannende Übung, abends mal den Tag reflektieren und wenn es nur 5 Minuten ist, mal ganz kurz sagen, wer hat an den wichtigen Entscheidungspunkten heute Regie geführt? War ich das? War es meine Erziehung? War es meine Prägung? War es vielleicht der Opa oder der Vater, der mir als imaginäre Funktion hinten ins Ohr geflüstert hat, das macht man nicht? Also habe ich mich so entschieden. War es eine Befürchtung? War es eine Angst? Wer hat Regie geführt? Und wir sind überrascht, an wie vielen Stellen wir jeden Tag, wir immer wieder an diese Punkte kommen, wo eine Schweinebacke auf dem Regiestuhl sitzt, die da eigentlich nicht hingehört. Und in dem Moment sind wir, leben wir eigentlich nicht mehr mutig das, was wir eigentlich leben wollten oder als Autor mal definiert haben, wie unser Lebenskonzept hätte aussehen sollen. Ja, ja. Das ist heftig, ne? Das ist heftig, ne? Klar, also das ist nicht nur, Regie führen heißt also nicht nur, ich bestimme, was ich jetzt heute an dem Tag tue, ja? Sondern ganz anders, was du sagst, ne? Das sind so diese versteckten Glaubenssätze, ja, und klar. Routinen und was weiß ich nicht, alles, was da so im Köpfchen, ja, in unserer Erfahrungsgedächtniswelt abgelegt ist. Ja? Ja. Heftig. Aber da wird man doch, wenn man eine Personal Brand werden will, muss man doch erstmal zum Psychiater, oder? Also eigentlich muss man sich erstmal 3 Tage auf die Couch legen. Bei manchen denke ich das. Manchen würde das helfen. Okay. Eigentlich nicht zum Lachen, finde ich aber trotzdem lustig. Ja, es ist tatsächlich so. Also ich hab auch schon Phänomene hier gehabt, dass ich auch schon Leute nach Hause geschickt habe. Mhm. Nach 2 Stunden. Tatsächlich. Also ich kann mich an einen Fall erinnern, ist noch nicht ganz so lange her. Dem habe ich sehr klar gesagt, sorry, aber ich bin nicht dafür verantwortlich, dein Anerkennungsdefizit zu stopfen. Und da habe ich sehr schnell rausgekriegt, dass der Grund, warum er das werden wollte,
eher etwas war, was er kompensiert aus der Vergangenheit. Und das war für mich immer ganz schwierig, weil wenn es dann therapeutisch wird, dass ich Marke werden möchte. Ich sag mal so, der Satz heißt ja, Menschen ohne Macke ist Kacke. Und das stimmt ja auch. Wir haben ja alle irgendwie eine Vollmeise und manche an manchen Stellen auch nicht alle Kerzen am Kuchen. Ja. So ticken wir ja alle. Aber der Punkt ist, die spannende Frage ist, wenn ich zur Marke werde, warum will ich denn das eigentlich? Was ist die wirkliche Intention dahinter? Ist die Intention dahinter, dass ich unternehmerisch begriffen habe, dass es sinnig ist, das zu tun? Oder ist es sinnig, das zu tun, weil ich merke, dass das mir in meiner Führungsrolle, in meiner Position anders hilft, weil ich auf einmal von einer funktionellen Führung zu einem Leader werde, also zu Menschen, die mir hinterherlaufen, weil sie in meine, das Wort Führerschaft darf man ja schon gar nicht sagen, aber in meine Führung investieren. Das ist was völlig anderes, als wie wenn ich hergehe und sage, naja, ich will zur Marke werden, weil ich irgendwie nie Anerkennung von meinen Eltern gekriegt habe und das hole ich mir jetzt über den Weg. Dann wird es schwierig. Und das ist dann so ein Punkt, wo ich dann merke, ja, die Menschen gehören für mich dann erstmal zur Vergangenheitsbewältigung auf die rote Couch und danach können wir nochmal reden. Interessant, interessant, hochinteressant. Aber warum, da hast du ja viele Erfahrungen. Ja, das ist bestimmt für viele Zuhörerinnen, Zuschauer, Zuschauerinnen und so weiter, ist das sicherlich hochinteressant. Warum wollen denn immer mehr Menschen Marke werden? Also klammern wir mal die aus, die damit ein Defizit kompensieren wollen. Aber warum wollen das so viele? Also zum einen merkt man, wie sich einfach auch Märkte verändern. Also dieses Thema der Mensch als Marke ist ja schon sehr, sehr lange bekannt, vor allem wenn wir rüber nach USA gehen. Für die ist das ja so normal und normally, dass man sich als Mensch verkauft, sich als Mensch präsentiert, sich als Mensch zeigt. Das ist auch ein bisschen kulturell bei denen und, und. Das, als das hier rübergekommen ist, so, wir sind ja eigentlich eher so geprägt, vor allem so im deutschsprachigen Raum, ne, wir müssen mit Zahlen, Daten, Fakten punkten. Ne? Prozesse, Standard, Quality, German Engineering etc. pp. So, das ist Zahlen, Daten, Fakten. So kommunizieren wir auch alles. Also wenn du dir mal beobachtest, wie stellt sich eigentlich jemand vor, den du nicht kennst und in einem beruflichen Kontext bist, dann sagst du, mich würde interessieren, was machen sie eigentlich? Das Erste, was passiert, ist intuitiv, dass wir sofort den Katalog aufmachen von Zahlen, Daten, Fakten. Ne, was haben wir studiert, welche Positionen hatten wir schon, in welchen Firmen haben wir schon gearbeitet, wie viele Budgets verwalten wir eigentlich in unserer Führung, für was sind wir verantwortlich, für wie viele Mitarbeiter, was haben wir für Qualifikationen etc. pp. Was wäre denn, wenn wir die Frage mal anders beantworten? Das ist die Frage, die ich dir damals gestellt habe. Wer bist du als Mensch? Und auf einmal bringe ich ganz andere Facetten mit ins Spiel und ich kriege manchmal die Frage gestellt, wenn ich Vorträge oder Seminare halte, dass mich manchmal der Moderator fragt, Mensch, Ben, wie soll ich dich denn vorstellen? Soll ich was über deine Bücher sagen? Soll ich was über deine, ne, was du machst? Sag ich, du, das ist alles wurscht. Was du sagen kannst ist, ich bin Familienpapa in einer Patchwork-Familie mit 6 Kindern zwischen 13 und 23. Ich komme eigentlich ursprünglich aus einer Pastoren-Pfarrersfamilie. Ich bin glücklich das zweite Mal verheiratet. Ich rede von mir. Und das ist etwas, was wir vor allen Dingen auch in unserer Gesellschaft so verlernt haben, dieses Thema der Nahbarkeit, Personality. Personal Brand heißt Personality zuerst. Nicht Zahlen, Daten, Fakten. Ja, ist nett, aber Mensch, Mensch. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, der vor allen Dingen auch unterscheidet zwischen Erfolg und Misserfolg, was dieses Thema angeht. Egal, ob es in der Führung ist mit Mitarbeitern oder ob es als Unternehmer ist. Und was man einfach merkt, ist, dass auch durch den Generationswechsel, den wir haben, dass mehr und mehr Menschen einfach die Menschlichkeit, vertrauensbildende Maßnahmen und den Typen oder die Frau, mit der ich zu tun habe, anders erleben will. Es geht über Erlebbarkeit. Ich sage immer, dieses ganze Thema, was Firmen so entwickelt haben, wenn es um Kundenzufriedenheit geht, ist nett, aber es geht doch eigentlich nur um eine Frage. Wie schaffen wir Verbundenheit? Und Verbundenheit ist mehr als wie Zufriedenheit. Und nur durch Nähe kriege ich Verbundenheit hin. Und deswegen ist es, glaube ich, einer der Punkte, wo ich denke, dass mehr und mehr Menschen merken,
mein Produkt, meine Dienstleistung ist austauschbar. Was ist die Konstante eigentlich im Business? Das bin ich als Mensch. Ich glaube, das ist der Grund, warum das mehr und mehr auch jetzt hier rüber schwappt, und jetzt seit vielen Jahren. Ganz abgesehen davon, wir haben so viele Branchen und so viele Selbstständige und Freelancer, die mit dem, was sie tun, eigentlich viel erfolgreicher sein könnten, wenn sie mehr ihre Person in den Vordergrund stellen, als wie das Produkt, was sie verkaufen. Denkt man nur an so Beispiele wie Versicherungsberater, wo das Produkt einfach mega austauschbar ist. Absolut. Ja. Also das ist, glaube ich, das wird völlig unterschätzt. Handwerker. Ja. Ja. Warum nehme ich Handwerker A und Handwerker B? So, das ist, was ist der Entscheidungsprozess eigentlich? Und wenn ich mir ganz ehrlich die Frage stelle, dann sage ich, naja, ich buche den nicht, weil der eine Handwerker eine Bosch-Bohrmaschine benutzt und der andere eine Hilti. Ja. So, das ist gar nicht das Entscheidungskriterium. Wir argumentieren aber ständig auf Bohrmaschinen. Genau. Und das ist auch dieser Unterschied zum klassischen Marketing, was man normalerweise kennt. Was man auch in allen Studiengängen natürlich auch beigebracht bekommt. Das ist auch richtig und nicht falsch. Aber wir haben so viele Branchen, wo der Mensch im Fokus steht. Und nochmal, Menschen kaufen bei Menschen. Interessanterweise geht das nicht nur jetzt so den älteren Herrschaften unserer Gesellschaft so, ne? Also irgendwas so, was weiß ich, 40, 45 plus, sondern halt auch schon den Jüngeren. Denn wenn ich die Frage jüngeren Menschen stelle, 25 Jahre, nur mal um eine Altersrange zu nennen, die Frage stelle, sag mal, was macht dich eigentlich aus, haben die allermeisten keine Antwort darauf. Gut, jetzt sind die natürlich in einem Entwicklungsprozess, eine andere Lebensphase, meistens noch irgendwie was mit Ausbildung oder erste Karrierestufe zu tun. Das ist natürlich eine schwierige Lebensphase. Nichtsdestotrotz wissen sie das nicht. Und dann frage ich, warum weißt du das nicht? Die Frage habe ich mir und wurde mir noch nie gestellt. Jetzt stell dir mal vor, du hast Kinder, du sagtest ja, der Älteste 23, und du würdest ihm mal die Frage stellen, oder vielleicht habt ihr darüber auch schon gesprochen, was macht dich eigentlich aus? Und er hat keine Antwort. Da würde ich mich doch als Vater oder als Lebensbegleiter, wie auch immer, würde ich mir doch die Frage stellen, was ist hier schiefgelaufen, oder? Weil wenn ich das als 25-Jähriger nicht weiß, dann weiß ich es auch als 40-Jähriger nicht, als 40er, dann weiß ich auch als 50-Jähriger nicht, und nachher ist es sowieso egal. Denkt man. Ja? Also ich will sagen, dass doch dieses Thema eine der defizitären Identitätsfindung, gerade so in unserem Business, ne, in Deutschland, eigentlich schon in den frühen Kinderschuhen anfängt. Ja, also was natürlich, und wenn man das natürlich ein bisschen jetzt geschichtlich mal betrachtet, wie das Ganze sich entwickelt hat, muss ich natürlich ganz klar sagen, diese Generation mit 20 heute, mit 25 heute, wir sind natürlich auch ein bisschen selber schuld daran, weil wir haben uns Einhörner produziert. Aber wenn man mal überlegt, wie wir unsere Kinder in der Gesellschaft so, ne, mal zwischen 16 und 25, was wir denen kommunizieren. A, du kannst alles erreichen. Du musst dich eigentlich für nichts mehr anstrengen. Deine Identität ist wichtig. Deine Authentizität ist wichtig. Das Verrückte ist, dadurch gibt es eine Verschiebung von Wahrnehmung. Auf der anderen Seite gibt es sofort eine Erhöhung von Orientierungslosigkeit. Und das ist eben das Dilemma, was gerade passiert, weil diese Erziehungsmaßnahmen, dass mir eigentlich alle Tore offen sind, dass es keine Verpflichtungen gibt, dass du alles werden kannst, dass so Dinge wie Disziplin, Dinge wie, wenn bestimmte Dinge nicht funktionieren, gibt es überhaupt noch Sanktionen und so weiter und so fort. Das ist ja komplett weg. Also eigentlich können wir ja alles machen, was wir wollen. Ja, bis zu einem gewissen Teil. Und wenn wir dann auf einmal merken, ja, nach einem ersten Jahr Ausbildung breche ich halt die Ausbildung ab, ist auch nicht schlimm. Und wenn ich nach dem ersten Semester merke, das Studium hat nicht funktioniert, dann mache ich halt ein anderes. Und wenn ich dann das zweite Studium gemacht habe und merke nach dem zweiten oder nach der Hälfte des Studiengangs, das war eigentlich auch scheiße, mache ich halt das dritte. Und keiner sagt was. Das heißt, es ist alles möglich, alle Varianten, und es geht eigentlich um deinen eigenen kleinen Kosmos. Und nicht mehr um die Frage, was ist
deine Verantwortung innerhalb deines eigenen Systems. Also wenn man mal ganz früher geguckt hat, wo die Handwerksbetriebe, so das Handwerk noch wirklich, ne, also gehen wir ein bisschen ins Mittelalter zurück, ne, wenn so der 12-, 13-, 14-Jährige in einem Handwerksbetrieb zum Beispiel das Verarbeiten von Eisenstoffen oder das Verarbeiten von Ton oder und. Was war denn damals das Ziel? Die sind damals hingegangen und gesagt, ich möchte mindestens genauso gut sein wie mein Meister. Die haben sich noch vorgestellt und haben gesagt, ich bin Handwerk XY und komme aus dem Meister, aus der Meistergilde XY. Also diesen Stolz darauf zu haben. So, ne? Und wenn man überlegt, wie durch Industrialisierung oder wie dann mehr und mehr auch, wir sind ja, ich sag mal, wir sind im Zeitalter der Wissensökonomie, du kannst heute mit Scheißegeld verdienen, einfach nur, weil du irgendwie halbgares Wissen irgendwie im Internet verkaufen kannst. Ja. Und diese verrückte Bandbreite, dass unsere junge Generation eigentlich in der kompletten Orientierungslosigkeit und Überforderung hängt, auch ganz klar und fest zu sagen, wo soll euch die Reise hingehen? Es gab letztens eine Studie von Boston Consult, letztes Jahr, die festgestellt haben, dass die nächsten Generationen führungsmüde sind. Die wollen alle keine Führungspositionen mehr einnehmen. Ja, warum wollen die keine Führungspositionen einnehmen? Ja, es ist, ja, ist so schwierig. Ja, es ist ja, nein, dann hast du keinen 9-to-5-Job mehr. Nein, die können wir uns nicht mehr selbst verwirklichen. Und. Also das ist verrückt, in welche Tendenz und jetzt kommt das Dilemma. Wir haben es selber gemacht. Ja. Ja. Du kennst das Buch Verzockte Zukunft? Nee, kennst du nicht. Mein letztes Buch, von letztes Jahr erschienen, wo ich genau dieses Dilemma aufgezeigt habe. Also du sprichst mir aus der Seele. Es ist toll, das, ne, aus deinem berufenen Munde zu hören, was ich damals mal aufgeschrieben habe. Also ist toll, aber ja, ich kann dir da wirklich nur recht geben. Wir wissen nicht so richtig, wohin damit. Und es ist auch schwierig, gerade auch so in pädagogischen Prozessen oder wenn du denn mit jungen Menschen auch arbeitest, so in welche Richtung lenkst du sie einfach? Ja? Also gibst du ihnen die alten Werte, die du erfahren hast, einfach weiter, so copy-paste, so wie das unsere Eltern gemacht haben? Oder lässt du sie in Freiräumen sich entwickeln? Ja? Und da erlebe ich halt auch, das ist halt nicht längst für jeden etwas. Ne? Also eine Mehrheit dann wabbelt dann so in der Masse so herum, ne? Mal nach rechts, mal nach links, mal nach vorne, mal nach hinten. Aber schwierig sich zu orientieren, ne? Und tatsächlich für sich herauszufinden. Und so. Und dann nochmal zurück zum Thema. Gerade da wäre es doch eigentlich wichtig, wirklich zu hinterfragen, was interessiert dich eigentlich? Wofür brennst du eigentlich, oder? Also wenn ich einen Masterkandidaten frage und der kommt zu mir, ja, ich möchte eine Masterarbeit schreiben, ich sage ja, zu welchem Thema, das wüsste er noch nicht, ob ich nicht Themen hätte. Ich sage, ja, Schubladen voll, ne? So, aber was interessiert denn dich? Dann diskutierst du mit dem 2 Stunden. Nee, du diskutierst nicht, du hörst zu, wie er nachdenkt. Er weiß es nicht oder sie weiß es nicht. Total schwierig. Ne? Die Menschen wissen nicht mehr, wofür sie eigentlich brennen. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir leben in so einer konformistischen Gesellschaft in Deutschland. Wahrscheinlich in Europa, wahrscheinlich auf der ganzen Welt. Das wird immer konformistischer. Wir versuchen uns anzupassen an herrschende Umgebungen. Mir fällt gerade dieser Satz ein, wisse, wer du bist und werde zu dem, der du sein kannst. Ich glaube, der Satz kommt von Anselm Grün. Wisse, wer du bist und werde zu dem, der du sein kannst. Setzt aber voraus, dass ich mich mit mir selber auseinandersetzen muss. Und herausfinde, wer bin ich eigentlich? Was ich sehr gerne benutze für diese Fragestellung ist, ich arbeite seit vielen, vielen Jahren mit dem Reisprofil, Persönlichkeitsprofiltest, der über 128 Fragen intrinsische Motive herausclustert. Ist ein altes, valides System vom Stephen Rees aus USA, wo über 35 Jahre Studien reingelaufen sind und die man heute sehr viel benutzt in der Personalentwicklung oder in Recruiting-Prozessen oder in Führungskräfteentwicklungsprogrammen, um mal rauszukriegen, wer bin ich eigentlich? Also welcher Teil meiner Persönlichkeit wird denn hier klar und offen? Und nach welchen Motiven heraus strebe ich denn eigentlich? Und das mit jungen Menschen zu machen. Ich habe das mit meinen Kindern zum Beispiel gemacht. Um mal zu verdeutlichen und ihnen auch ein Stück weit ein Gefühl dafür zu geben, was ist denn das, was in meine Persönlichkeits-DNA gelegt ist,
was ja wie ein Betriebssystem abläuft, ohne dass ich mir wirklich Gedanken darüber mache. Und das zu benutzen, in der Hilfestellung zum Beispiel auch herzugehen und zu sagen, okay, was könnte das bedeuten für mich, zum Beispiel in der Auswahl von einem Studienplatz oder in der Auswahl, ob ich diese oder jene Position übernehmen soll. Ich mache das selbst mit Führungsleuten, das manchmal vorkommt. Ich habe gerade aktuell jemanden von einem Konzern, einen Führungsverantwortlichen, Executive, wo ganz klar auf einmal rauskam nach einem Tag Sparring und diesem System, ich bin hier eigentlich in einem System drin, was mehr toxisch für mich ist, als dass es energetisch gut wäre für mich. Ich muss hier raus. Und auf einmal liegen Erkenntnisse auf dem Tisch. Was entscheide ich denn jetzt? Hier steht schwarz auf weiß, ich muss da raus. Und mein Herz sagt mir gerade, das ist die schlechteste Situation, die ich mir vorstellen kann für die nächsten Jahre. So, und dann gehen Offenbarungen auf. Und wenn die passieren, kommen Menschen an ihre Identität. Und das finde ich einen grandiosen Prozess, weil ich glaube, je näher jemand an seiner Identität ist, desto mehr hat er die Chance, A, seine Berufung zu leben und zu erkennen, was er wirklich bewirken will, um die richtigen Weichenstellungen und ja, handlungsfähig zu sein. Und einen hohen Wirkungsgrad zu haben zu dem, was man tut. Und das ist das Problem, wir fangen nicht bei uns an, sondern wir gucken permanent nur im Außen. Ja, das heißt immer, der Satz kommt von Anselm Grün, der hat immer gesagt, vom Sein ins Tun, nicht vom Tun zum Sein. So, ne? Und wir haben oft das Problem, dass wir uns mehr damit identifizieren, wer wir denn im Tun sind, als wie darüber sprechen, wer sind wir eigentlich und was bringen wir nach außen zur Strahlkraft. Und das ist ein völlig anderer Prozess. Das sind also komplexe Hausaufgaben, ne, die man machen muss, bevor man sich ein Logo druckt oder entwickelt oder eine Seite macht, ja, eine Internetseite macht. Ja. Jetzt sind wir ja hier in deiner Agentur hier, wo ihr dann ja auch digitale Dienstleistungen macht. Ne? Seid ja auch eine Digitalagentur. Jetzt ist der neueste Trend, ist ja quasi das digitale, Digital Brand Management sozusagen, ne? Neudeutsch. Ist das, was ich, wenn ich also eine, anders gefragt, wenn ich eine digitale Marke werden will, ist das vergleichbar mit einer analogen Marke? Ja, weil die Headline oben drüber heißt immer, was ist der Kern meiner Erlebbarkeit? Und das ist egal, ob das in der digitalen Welt ist oder in der analogen Welt ist. Erlebbarkeit ist Erlebbarkeit. Das musst du erklären. Was ist Erlebbarkeit? Wenn wir darüber reden, dass Geschäfte von Mensch zu Mensch gemacht werden, besteht die Möglichkeit, dass ich eine Verbindung, eine Verbundenheit nur über Erleben generiere. Weil je nachdem, was ich für ein Erleben habe, stößt es mich ab oder zieht es mich an. Die zwei Möglichkeiten habe ich. Das heißt, Erlebbarkeit ist alles. Ich kann mit einer Erlebbarkeit sofort alles zerstören. Und ich kann alles gewinnen. Also der Klassiker sind zum Beispiel so Dinge wie, wenn es um die Frage geht, habe ich ganz oft bei Firmen, wir wollen unsere Mitarbeiter zu Markenbotschafter machen. Ja. Der Klassiker. Ja. So. Jetzt hast du aber das Problem, dass du Mitarbeiter hast, wenn die Kunden erleben, reißen die das gesamte Image dieser Firma mit dem Arsch ein. Und zwar durch Erlebbarkeit. Das heißt, ich kann diesen Vorgang gar nicht delegieren. Also das heißt, Erlebbarkeit ist egal, ob das analog ist oder digital. Wie erlebe ich jemanden im Social Media? Wie erlebe ich jemanden auf Fotos? Wie erlebe ich jemanden in Videos? Wie erlebe ich jemanden in einem Podcast? Wie erlebe ich jemanden beim Kommentieren? Wie ist die Erlebbarkeit? Und wenn ich das als Headline oben drüber stehen habe, egal ob digital oder analog, wird mir sehr schnell klar, auf was habe ich eigentlich zu achten, egal über welche Kanäle ich kommuniziere oder interagiere? Ich erzeuge immer eine Erlebbarkeit. Passt diese Erlebbarkeit zu mir? Ja, ich denke da gerade so an 1, 2, 3 Personen im sozialen Netzwerk LinkedIn. Da bin ich sehr, sehr aktiv.
und verfolge auch so einige sogenannte Business-Influencer und so weiter, ja, also die dann für sich irgendwie so um 50.000 plus x, ne, Follower bzw. Kontakte haben, woher denen auch immer alle kommen, ne? Und was mich immer erstaunt ist, die haben eigentlich fachlich kaum etwas beizutragen, aber die sind erlebbar. In dem Sinne, also die tragen jetzt keine fachlichen Inputs oder Diskurse oder sowas bei, also jedenfalls nicht primär, sondern die sieht man einfach im Foto. Ne? Ich denke da so an die Celine beispielsweise, die Celine Flores, die beispielsweise dann von einer Messe berichtet, auf der sie gerade moderiert und dann läuft sie da mit dem Pepper-Roboter Hand in Hand irgendwie durch die Halle. Das ist so, ich denke irgendwie so fachlich. Keine Ahnung, hat von dem Thema keine Ahnung. Ich denke irgendwie so, aber sie ist erlebbar. Ja, dennoch noch als hübschere Person, natürlich auch noch attraktiv anzuschauen in der ganzen Szenerie. Das ist so unterschwellig. Aber sie macht sich selber erlebbar und wird damit zu einer Marke, obwohl sie eigentlich fachlich nichts beigetragen hat. Ja. Ist das nicht eigentlich eine Katastrophe? Ist es, weil damit hast du die Chance, dass da draußen so viele fachliche Luftpumpen rumlaufen, die fachlich kein Fleisch am Knochen haben. Und das Dilemma ist, du kannst nichts dagegen machen. Der Kunde, der Markt, ist mit daran schuld, dass wir so viele aufblasbare Menschen da draußen haben, die man sehr schnell enttarnen kann, dass da nichts dahinter steckt. Weil der Mensch so funktioniert, wie er funktioniert. Und es ist ja noch nie so einfach gewesen, medial so aktiv zu sein, wie wir es heute sein können. Also wenn du mir überlegst, ne, du kannst ja abends auf der Couch mit dem Notebook auf die Knie, machst du deinen Podcast-Channel, du kannst den ganzen Tag irgendwie 50 Bilder hochladen bei Instagram, du machst ganz schnell deinen YouTube-Kanal selber und machst da Zeug und. Also sich erlebbar zu machen, auch im Netz, ist ja so einfach wie nie zuvor. Videoproduktion, sonstige Sachen, das ist ja alles einfach geworden. Und die nächste Generation vor allen Dingen ist mit diesen Medien natürlich ganz anders groß geworden. Aber ja, es ist eine Vollkatastrophe, weil du eigentlich, wenn du jemand bist, der professionell richtig was auf dem Kleid hat, also richtig fachlich auf was kann und nicht die in die Erlebbarkeit läufst, hast du das Problem, dass alle die Erlebbarkeit machen, die nur halb so viel wissen von dem, was du kannst, aber trotzdem vorne mitschwimmen. Aber du nicht. Und das ist was, das lässt sich gar nicht verhindern. Also deswegen, zum Beispiel, ich habe manchmal so Leute, die dann so argumentieren und sagen, naja, ich weiß halt eine Menge und deswegen muss ich halt meine Zahlen, Daten, Fakten nach vorne schieben, damit die alle sehen, wie kompetent ich bin. Da sage ich, ja, aber der Markt auf der anderen Seite entscheidet primär nicht nach deiner Kompetenz, sondern nach deiner Erlebbarkeit. Aber das Spielchen im Markt will ich nicht mitmachen. Und dann haben wir sofort Feindbilder im Kopf, wo wir an Menschen denken, die laut sind, die polarisieren, die irgendwelchen fachlichen Quatsch schwurbeln, aber die zigtausend Follower haben und dann sagen wir, aber so wie der wollen wir das aber nicht machen. Dann sage ich, das Problem ist aber, wir sind in dieser Gesetzmäßigkeit. Also du hast die Wahl gar nicht, sondern du musst dich einfach entscheiden dazu, was ist denn deine Art der Erlebbarkeit, sind wir bei artgerecht. Wir erleben das ja aktuell oder seit ein paar Monaten ja sehr, sehr intensiv bei dem Kollegen Drosten, ne? dem Virologen von der Charité Berlin, der ja nun als Wissenschaftler, was er da in der Charité bekleidet, ja nun einen sehr erfolgreichen Podcast beispielsweise hat. Ja? So, und er sagt selber, er erlebt sich in diesem Dilemma. Auf der einen Seite so der Wissensgenerator, ja, als Wissenschaftler und auf der anderen Seite der Medien-Guru oder wie muss man das schon so sagen, ne, so Social-Media-Experte sozusagen, ja, der so, und das passt irgendwie nicht zusammen, ne, weil die Konsumenten in der Tat, die seinen Podcast hören, eigentlich nur Überschriften hören wollen. Überschriften, ist so oder ist so nicht, mehr wollen die gar nicht hören. Warum? Spielt keine Rolle, dauert viel zu lange. Ja, so, aber auf der anderen Seite, er in seinem Büro genau diesen Job macht, er sucht nach diesem Warum. Jetzt bin ich ja auch so ein Typ,
der da ja auf der einen Seite natürlich jetzt da in der Hochschule natürlich auch arbeitet, auch in diesem Dilemma steht. Was würdest du solchen Typen sagen? Oder anders auch gesagt, gar nicht mal so auf mich bezogen, vielleicht so auch dem Geschäftsführer, der ja das operative Geschäft leitet, ne, der eben genau Zahlen, Daten, Fakten macht und sagt, meine Bude läuft so, wie sie läuft, das sehe ich an meinen SAP-Zahlen. Und jetzt auf einfach, jetzt soll ich ein Drosten werden und einen Podcast machen mit 500.000 Hörern jeden Tag? Was sagt man solchen Typen? Also ich würde denen sagen, bleib Schuster, bleib bei deinen Leisten. Jetzt kommst du, was würdest du machen? Also grundsätzlich ist mal klar, wenn ich zum Beispiel einen Geschäftsführer habe oder einen Inhaber, am besten noch, wenn der dem Laden noch gehört, und das weiß man so von diesen alten Grand Seigneurs, die noch so vor allen Dingen vielleicht noch so nach der Nachkriegszeit dann auf einmal ihren Laden hochgezogen haben und. Das sind ja alle Marken. Die waren auch in ihrem Umfeld eine Marke, die sind in ihrer Region eine Marke, die sind für ihre Mitarbeiter eine Marke, sie sind Galionsfigur. Das, was sich einfach verändert hat, ist, dass die Rahmenbedingungen von medialen Möglichkeiten einfach massiv zugenommen haben. Und es geht nicht um die Frage, ob Galionsfigur ja oder nein. Es geht nur um die Frage, diesen Status an Galionsfigur habe ich einfach. Es sind Menschen, die in meinem System sind, die mir hinterherlaufen. Wir reden bei Mitarbeitern zum Beispiel immer über das Thema Identifikation. Wie können wir Identifikation und Leistungsbereitschaft fördern? Auch das kann ich nicht delegieren. Das muss ich vorleben. So, und du siehst die Unternehmen, wo die Galionsfiguren dieser Company, das kann entweder nur der Chef sein oder das können auch eine Führungsriege sein, die das lebt, die haben eine viel höhere Identifikation mit ihren Leuten, als wie die Firmen, die im Endeffekt eine reine funktionelle Führung haben und die führen nach Vorschrift machen. Also das heißt, auch hier ist die Erlebbarkeit wieder eine andere. Also es geht nicht um die Frage, ob ich das will oder ob ich das nicht will. Die spannende Frage ist, in welche neuen Kanäle kanalisiere ich denn dieses Verhalten oder diese Art von Galionsfigur ausleben? Und auch hier gilt wieder dieses Thema, da muss man sich rausholen, was ist artgerecht für jemanden? Für den einen ist es artgerecht, dass der vielleicht sagt, ja, ich bringe ein Buch raus. Für den nächsten ist es artgerecht, dass der sagt, ja, ich muss mich vielleicht mehr mit meinem LinkedIn-Profil auseinandersetzen. Für den nächsten ist es vielleicht artgerechter zu sagen, ja, Social Media, da gehe ich stärker rein. Oder ich habe jemanden, der mir da hilft. Oder der Nächste sagt, vielleicht ist Video ein Thema. Es geht einfach heute darum zu gucken, wie kann ich artgerecht die Kommunikationswege nutzen, um meine Funktion und meine Position und mich als Mensch, als Galionsfigur richtig in Szene zu setzen. Und das ist an vielen Stellen einfach mein Job, da zu helfen und zu unterstützen und das rauszuarbeiten. Nicht einfach so als Marketingmann, der da kommt und sagt, guck mal, das ist Trend und deswegen machen wir das jetzt alles. Und jetzt musst du nämlich auch noch TikTok machen. So. Das ist Bullshit. Sondern es geht viel mehr um die Frage, was machen wir eigentlich nicht. Aber die Dinge, die wir machen, die konsequent mit einer hohen Wirkung. Ja, das heißt also, wenn jetzt der Geschäftsführer beispielsweise oder der Berater, egal welche Person auch immer, nun die Wahl hat, ich habe jetzt einen YouTube-Account, ich habe einen Instagram-Account, ich habe einen TikTok-Account, ich habe einen LinkedIn, ein Xing-Profil und so weiter. Da stellt er doch die erste Frage, wie? Das muss ich jetzt alles bespielen? Und dann sagst du, vielleicht lassen wir ja dann vier von den fünf weg, ja, und wir machen nur einen, oder? Genau. Und den aber richtig. Genau. Ja. Also darum geht's. Ich muss heute anfangen, die richtigen Weichen so zu stellen, dass ich die Möglichkeiten habe und sage, okay, was braucht es eigentlich wirklich und was möchte ich damit bezwecken und bewirken? Und spielt das in meine Karten ein? Spielt das auch auf das, was ich bewirken will, in Zukunft ein? Und das ist schon ein wesentlicher Punkt. Es geht nicht um die Frage, die Vielfalt oder das, was müssen wir halt jetzt auch noch machen oder was ist auf einmal trendy? Sondern es geht vielmehr darum zu sagen, wie kann ich über welche Wege nahbar, authentisch, erlebbar mich als Identität zeigen, präsentieren, was vor allen Dingen auch auf das Image zum Beispiel einer Firma umstrahlen kann. Und zwar in Richtung Arbeitgebermarke,
Identifikation mit Mitarbeitern, mit dem Unternehmen, Motivation und Leistungsbereitschaftssteigerung. Eigentlich ist das Markenbotschafter-Thema keine Mitarbeiterfrage, sondern es ist eine Führungsfrage. Weil ich kann Markenbotschafter nicht erzwingen. Und nur das Logo am Blaumann ändert es nicht. Naja, das ist spannend. Das ist spannend. Jetzt hast du ja ganz viele Erfahrungen, das ist interessiert mit Sicherheit auch noch viele, die also in der Zusammenarbeit mit euren Kunden, ne, und Klienten, gibt es da irgendwie so ein Muster, was du erkannt hast in den letzten, sagen wir mal, 5 Jahren, wo du sagen kannst, wenn ich das und das tue, werde ich zu einer Personal Brand oder zu einer Marke. Gibt es da so Erfolgsmuster? Also klar, wir haben jetzt herausgearbeitet, das ist schon alles sehr, sehr individuell. Ne? Man muss mit sich selber so quasi erstmal ins Reine kommen. Aber gibt es das vielleicht trotzdem, wo man sagen kann, okay, ihr habt da hinten dann auch so eine tolle Matrix hängen, ne, die auch in einem Buch abgebildet ist, mit der man beispielsweise strukturiert vorgeht. Ist es sowas oder was kannst du mitgeben? Es sind zwei Dinge. Ich will es mal so beschreiben, die meisten, und wir gehen jetzt mal von Solopreneurs aus, die meisten Solopreneurs, die selbstständig sind, machen oftmals einen Fehler. Die gehen mit Handwerker auf eine grüne Wiese, Maurer, Zimmermann, Elektriker und sagen, fangt schon mal an zu bauen. Dann werden Websites gemacht, es werden Texte geschrieben, es werden Kampagnen gemacht, etc. pp. Und. Und nach 1-2 Jahren stellt man fest, ist eigentlich nicht so das geworden, was man sich erhofft hat. Warum? Weil man steht auf der grünen Wiese vor diesem Gebilde, was da gebaut wurde, und stellt auf einmal fest, boah, da geht die Statik langsam Bach runter und hier regnet es schon rein und das ist nicht ganz so stabil gebaut, wie es eigentlich war. So, der Tipp heißt, warum habe ich eigentlich vorher nicht mit dem Architekten geredet? Also warum meinte ich, auf einer grünen Wiese zu bauen, ohne sauberen Bauplan? Das ist der Appell und der Tipp Nummer 1 heißt, mache vorher einen vernünftigen Blueprint, einen vernünftigen Plan. Denk über Statik nach, über Architektur, mach eine gute Strategie, ein gutes Konzept und überlasse hier nichts dem Zufall, weil je besser meine Strategie ist und ich im Vorfeld in dieses konzeptionelle, strategische Thema eingezahlt habe, also wo will ich hin, was will ich kommunizieren, wer bin ich, etc. pp., habe ich den Riesenvorteil, dass das, was die Handwerker hinterher tun, und immer wenn ich meine Marketingkollegen Handwerker nenne, das finden die gar nicht so witzig. Ich finde es gut, weil Marketing ist einfach ein Shit-Handwerk. Wie Fliesenleger. So, das ist nicht, wir sind nicht Picasso, sondern es gibt Mechanismen, nach denen man agiert und das ist ein Handwerk. Punkt. So. Also das ist mal der eine Geschichte, dass ich mache dann Handwerk, wenn ich weiß, wie der Plan aussieht. Und nicht andersrum. Weil sonst verbrenne ich Ressourcen jeglicher Art. Und ich habe ganz oft Leute hier sitzen, die dann sagen, boah Ben, ich habe in den letzten 5 Jahren, was habe ich schon alles an Agenturen Geld verloren? Geld verheizt. Ja. Was war das Konzept? Was war die Strategie vorher? Haben wir nicht gemacht. Agentur hat uns 3 Vorschläge hingelegt und hat gefragt, welcher gefällt dir am besten? Grün, Geld oder Rot? Der Klassiker. Ja. So. Das ist unternehmerischer Blödsinn. So würde ich niemals ein Business auf anderen Ebenen tun. Also warum da? Also erster Punkt. Hab einen Plan, hab eine Strategie, hab ein Konzept. Und zwar ein Konzept, was nicht Luftschloss und nur Metaebene bedeutet. Ich sage ganz oft, der Weg zur Metaebene, von der Metaebene zum Kühlschrank, ist für manche ganz schön weit. Also das muss Reality heißen, weil am Ende des Tages geht es nur um eine Frage. Wie kann das, was ich hier tue, mit auf mein Unternehmertum und auch am Ende des Jahres oder am Ende des Tages vor allen Dingen auch dazu einzahlen, dass ich meinen Kühlschrank damit vollkriege? Ja. Viele müssen damit ja Geld verdienen. So, also das ist mal ein ganz entscheidender Punkt. Und dann gibt es eine Geheimformel. Und die ist wirklich in all den Jahren für mich einer der wesentlichen Punkte geworden, wo ich festgestellt habe, die Unternehmer, die Führungsleute, die Selbstständigen, die am wirkungsvollsten sind, das sind alle die, die ihre eigenen Lebensthemen zur Expertise gemacht haben. Und jetzt sind wir wieder bei so einer Psychonummer. Was ist eigentlich dein Lebensthema?
Und das ist das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, das Lebensthema steckt meistens in den Talfahrten unseres Lebens, weil das waren die Momente, die uns am meisten geschliffen haben. Und was ist der inhaltliche rote Faden in allen Talfahrten gewesen? Die Menschen, die sehr erfolgreich sind, haben ihre Lebensthemen zur Expertise gemacht. Weil die Frage, die Formel, die dahinter steckt, heißt, was bringe ich eigentlich aus der Vergangenheit mit, um es als Mehrwert in der Gegenwärtigkeit einzusetzen, um für das Morgen einen Unterschied zu machen. Die meisten Strategien basieren immer nur darauf, was muss ich morgen verändern, um im Übermorgen ein Resultat zu haben. Das ist aber nur von hier bis zur Tischkante gedacht. Wenn ich sage, ich möchte etwas machen, etwas bewirken, was einen Wirkungsgrad hat, also einen Fingerprint, einen Fußabdruck hinterlässt, auch nach Jahren, musst du dir die Frage stellen, für was bist du eigentlich wirklich Profi? Und Profi in dem bist du eigentlich, was dein Lebensthema aus der Vergangenheit ist, weil das ist das Thema, was das Leben dir ständig auf die Füße geschmissen hat. Und die Frage ist, wie kannst du das umwandeln und anderen zur Verfügung stellen, damit du damit im Morgen einen Unterschied machst? Und das ist für mich die Geheimformel. Und deswegen haben wir uns auch hier in der Werdewelt gesagt, es gibt für uns nur zwei Dinge, die wir massiv fokussieren, wenn wir mit Kunden arbeiten. Das eine ist, es muss Resultate liefern. Und das zweite ist, hier geht keiner raus, der nicht eine Antwort auf sein Warum hat. Weil das ist die geheime Formel. Wenn ich das weiß, habe ich Kunden erlebt, die mit so einer Passion durch die Decke geschossen sind, auch wenn das bedeutet, dass die in ihrem Job eine 180-Grad-Wendung machen mussten dafür. Ja. Was viele sich ja auch wünschen, also durchaus, ne? Also aus ihrem Job herauszukommen und was Neues zu machen. Also das betrifft schon auch durchaus, du kannst da, also ein Beispiel, machen wir es mal vielleicht so an so ein, zwei Beispielen, ja? Dass die Friseurin, die schon immer gerne Haare geschnitten hat, seit ihres Lebens einen Friseurladen aufmacht, ja? Und nicht irgendwie in der Kositik für, was weiß ich, irgendein Kosmetikdienstleister arbeitet oder beispielsweise, oder? Oder dass, ich denke gerade über mich danach, aber lass mal nicht über mich sprechen. Da brauchst du nochmal einen Sparring. Gerade, ja. Ja, ja, also mal kurz Kopf in den Kühlschrank stecken, kann schon hilfreich sein, ja? Ja, ja, also durchaus. Also ja, aber du siehst schon, aber, ja, ich sage schon aber, ne? Ist nicht so ganz einfach, ne, für die meisten Menschen. Ne? Aber insofern, ja, ist natürlich eine herzliche Einladung, natürlich in deine Agentur zu kommen und mit dir zu sprechen, ja? Oder mit euch zu sprechen und dann da vielleicht einen Schritt nach vorne zu kommen. Ne? Ja. Yes, sehr gerne. Ja, okay, mir hat es riesig geholfen. Okay. Ja, haben wir noch was? Cut. Machen wir einen Cut, oder? Genau. Wir quatschen schon eine ganze Weile, über eine Stunde. Ist das so? Ja, ja.